Hey Leute, mein Name ist Fantu und heute gibt's endlich das schon mal kurz angekündigte Duel Commentary und ich würde einfach mal sagen, mein Duel Gast stellt sich kurz selber vor. Hey Leute, mein Name ist Zynex und endlich ist auch genau das richtige Wort, denn wir planen dieses Duel Commentary schon seit bestimmt 4 oder 5 Monaten, also sitzen schon wirklich Ewigkeiten daran, das hier mal richtig durchzubringen und ich bin echt froh, dass wir heute endlich mal hier sitzen und das Ganze starten. Wir hatten zwischendurch auch schon ein Video fertig gemacht, das fanden wir dann aber im Endeffekt ein bisschen zu aggressiv und ein bisschen zu, naja, wie soll ich sagen, wir wollten halt am Endeffekt nicht, dass viele Leute das falsch verstehen und deshalb haben wir das dann sein gelassen. Deshalb haben wir heute ein viel interessanteres Thema mitgenommen und zwar hat das so ein bisschen mit der neuen Konsolengeneration zu tun und zwar haben die Spieleentwickler oder die Spielehersteller von den neuen Konsolen, also Sony und Microsoft, zwar gesagt, dass die Konsolen bald kommen, haben aber nicht gesagt, was so das riesige Feature sein wird davon. Also wird da einfach nur ein besserer Prozessor drin stecken und 3D-Gaming ist damit möglich oder ist da wirklich eine riesig geile neue Funktion drin? Und wir haben uns überlegt, wenn diese Funktion da nicht drin ist, was wird die nächste große Funktion sein? Also werden wir in 10, 20, 30 Jahren immer noch mit dem Controller vom Fernseher sitzen oder werden wir da schon in irgendwelchen Boxen stehen und wirklich ja, im Spiel drin sein, unsere Gesten steuern, so wie das schon mit Kinect angedacht ist, wird das alles wirklich funktionieren oder werden wir schon das Spiel ins Gehirn eingespeist bekommen? Genau, und wir haben uns eben gedacht, dass man in der Zukunft vielleicht einfach in einem Raum steht sozusagen, sich dort bewegen kann und eben dann seinen Spielecharakter steuern kann. Ist ein bisschen so, wie es in dem Film Gamer dargestellt wird, da steht ja auch dieser Junge einfach immer in seinem Raum und kann dann eben seinen Charakter steuern. Und wahrscheinlich wird es gar nicht so lange dauern, bis diese ganzen Funktionen eben möglich sind. Es gibt jetzt schon sozusagen Prototypen, so kann man es vielleicht nennen. Da habe ich auch mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Da wurde sowas eben nachgebaut und es funktioniert schon mal ganz gut. Also da konnte man die erste Mission von Battlefield 3 spielen, die Singleplayer-Mission. Und es war eben so, dass es da eine große Kuppel gab oder in dieser Kuppel stand man dann eben bei diesem Versuchsaufbau, konnte dann auf so einer bestimmten Platte eben einfach laufen. Das heißt, wenn man nicht gerannt ist, sondern einfach nur gelaufen ist, dann hat es funktioniert, dass man eben auf der Stelle gelaufen ist. Außenrum waren halt überall Bildschirme und man war dann quasi in diesem Spielgeschehen drinnen. Man hat quasi sich dort bewegen können und je nachdem, wie man sich halt bewegt hat, hat sich dann der Charakter im Spiel selbst auch bewegt. Ja, und auch die Engine wird in Zukunft natürlich viel, viel leistungsfähiger sein. Es gibt ja, vielleicht wissen das ein paar von euch, das Gesetz, dass sich Prozessoren alle 1 bis 2 Jahre verdoppeln in der Leistungsfähigkeit. Das heißt, und das hat sich in den letzten 30 Jahren so bestätigt, das ist eine exponentiell wachsende Kurve. Jedes Jahr verdoppelt sich die Leistungsfähihkeit eines Prozessors. Und das heißt, wenn ihr euch das mal hochrechnet, wie viel Leistung oder zu wie viel Leistung die Prozessoren in 10 Jahren allein schon bereit sind. Und da kann man sich mal wirklich vorstellen, ich meine, heute sieht man ja Battlefield 3 und da könnt ihr euch mal wirklich vorstellen, wie viel Leistung die Prozessoren in 10 Jahren bei Battlefield 3 bringen. Also ich denke mal, da sieht eine Explosion einfach sowas von realistisch aus mit jedem einzelnen Partikel, alles in 3D und alles in 10.000 Pixeln und ich glaube, das wird auf jeden Fall viel realistischer sein. Genau, aber wahrscheinlich ist das nicht der einzige Punkt, der die ganzen Spiele realistischer macht, also die Grafik. Es gibt da jetzt auch schon so Anzüge, die man sich kaufen kann, sind halt jetzt noch recht teuer. Und das sind so Druckanzüge, kann man sagen. Und das heißt, wenn man halt im Spiel angeschossen wird, zum Beispiel irgendwie einen Armtreffer hat, dann ist der Anzug eben darauf programmiert, dass er an dieser Stelle Druck ausübt und man spürt den Schuss quasi. Das tut natürlich nicht weh, aber man spürt den Schuss. Und in die Richtung wird es wahrscheinlich auch gehen, denke ich mal. Und auch bei diesem Versuchsaufbau, den ich eben vorhin genannt habe, ist es so, dass ringsrum unter dieser Kuppel Paintball-Pistolen stehen und wenn man halt aus einer Richtung angeschossen wird im Spiel, dann ist es eben dort so, dass eben eine Paintball-Pistole dann einen anschießt und man spürt halt dann auch den Schuss. Ja, das ist auch so ein Punkt, was das ganze Spiel viel realistischer macht. Aber auch ziemlich interessant, da gibt es ja heute schon Ansätze zu, sind Spiele, in denen Sprach- und Gestiksteuerung wirklich aktiv vorhanden sind. Das heißt, man könnte in zum Beispiel in einer Call of Duty-Mission, wo man leise sein muss, also so eine Stealth-Mission, mit seinen Teammates interagieren, indem man mit ihnen Handzeichen gibt, also indem man denen so mit der Hand... Ja, okay, ihr könnt das jetzt gar nicht sehen, weil ich mit einer Hand rumfuchtel, aber ich, also denen mitteilt, dass sie über die linke Flanke gehen sollen oder dass sie erstmal warten sollen und man alleine vorgeht oder dass man halt, wenn man jetzt zum Beispiel mitten in der Action ist, dass man gerade nachladen muss und dann kommt einer mit einem Schild und gibt einem Deckung, sodass man dann nachladen kann oder dass man, wenn man gerade aus dem Haus rausspringt, schon mal schreit, hier, jagt das jetzt in die Luft, damit die Leute einen nicht verfolgen können. Also sowas, dass das auf jeden Fall funktioniert. Da gibt es heute schon Ansätze mit Mass Effect und mit Tom Clancy's End War. Da gibt es auf jeden Fall Spiele, wo das einigermaßen funktioniert, aber wirklich ausgereift ist die Technik noch nicht. Und ich denke mal, in Zukunft wird das auch so sein, dass man da viel besser mit arbeiten kann. Genau, und richtig interessant wird es dann natürlich auch, wenn die Gegner zum Beispiel
Spiel mitbekommen, dass man was sagt. Ich glaube, so ein bisschen ist es in Arma 2 auch schon umgesetzt worden. Das heißt, wenn man halt was in sein Headset sagt, dann wird es auch ins Spiel übertragen. Und dann ist es natürlich bei so einer Single-Mission bestimmt relativ, Singleplayer-Mission bestimmt relativ interessant, wenn man eben sagt, gut, man rennt jetzt zum Beispiel rum, kommandiert seine Leute und plötzlich muss man leise sein. Das heißt, man darf nichts mehr sagen, weil wenn man was sagt, dann ist es so, dass die Gegner eben checken, dass man da ist und eben darauf reagieren können. Ich glaube, das würde auf jeden Fall auch nochmal so eine Ecke mehr Realismus in die Spiele bringen. Natürlich ist die Frage, macht's immer Sinn, wenn man sagt, die Spiele müssen richtig realistisch sein, man muss immer wirklich dabei sein. Klar, bei Shootern ist es auf jeden Fall sinnig, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das kann auch richtig viel Spaß machen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Strategiespiele oder Jump-and-Run-Spiele anschaut, da ist es dann doch eher überflüssig, wenn man sagt, man muss im Spielgeschehen dabei sein. Ich denke, da wird auch nicht so viel passieren von wegen krasse 3D-Effekte. Man sieht die Häuser vor sich, das ist ja der totale Quatsch eigentlich, weil man bei einem Strategiespiel immer ja schön von oben schaut. Und ich denke, da wäre es vielleicht einfach so, dass es in Zukunft vielleicht so Tische gibt, Strategiespieltische sozusagen, wo man dann eben mit der Hand eben auf dem Touchscreen seine Leute befehligen kann und eben einen ganz großen Überblick hat über das Spielgeschehen, dass es sich eher in diese Richtung entwickelt. Ja, trotzdem glaube ich aber auch, dass es in-game sich ein bisschen revolutioniert, einfach weil die Prozessoren auch in Zukunft in der Lage sind, jede einzelne Einheit einer Streitmacht ja zu berechnen und also künstliche Intelligenz zu simulieren. Und ja, zum Beispiel könnte es ja einfach sein, dass der Gegner oder auch einzelne Soldaten in Zukunft in der Lage sind, an einem Spieler zu lernen. Das heißt, wenn man 10 Spiele lang immer über die linke Flanke gekommen ist, dass einzelne Soldaten sich schon extra nach links stellen, um einen abzufangen. Und so denke ich mal, dass die Spiele, die Strategiespiele in Zukunft auch viel intelligenter sind, dadurch, dass alle einzelnen Soldaten individueller gestaltet werden. Ja, ich denke, die Entwicklung ist auf jeden Fall gut möglich und ist ja auch wahrscheinlich sehr realistisch. Wenn man aber dann zu den Jump-and-Run-Spielen geht, dann glaube ich auf jeden Fall, dass sich dann noch weniger entwickeln wird, weil was will man bei einem Jump-and-Run-Spiel wirklich großartig machen? Es gibt zwar die Möglichkeit zum Beispiel, dass man sagt, dass die verschiedenen Levels sich selber umgestalten sozusagen, dass man quasi dynamische Level hat, aber das ist letztendlich dann, denke ich, auch nicht das, was man wirklich will als Spieler, weil bei so einem Jump-and-Run-Spiel ist es ja dann doch irgendwie so, dass man zum Beispiel auf irgendeiner Map so eine Stelle hat, wo man ewig nicht drüber kommt, und wenn man das halt irgendwann schafft, kann man sagen, ich habe jetzt das Level 50 zum Beispiel geschafft, ich habe das jetzt endlich gepackt, diese Map, und wenn sich die halt die ganze Zeit ändert, dann hat man dieses Gefühl nicht mehr, dann kann man halt sagen, gut, jetzt habe ich hier irgendeine Map geschafft, die gerade automatisch erstellt wurde, ich weiß aber nicht, ob ich die anderen auf der Schwierigkeitsstufe zum Beispiel beschaffen. Ja, das waren jetzt so im Groben unsere Gedanken. Natürlich ist das alles ein bisschen abwegig, gerade wenn man das auch, wenn man sich dann die Wohnzimmer der Zukunft anguckt, weil ich glaube nicht, dass dann jede Familie so eine riesige Kuppel bei sich im Wohnzimmer stehen hat, nur damit der Sohn dann schön in 3D und mit 360-Grad-Bildschirm zocken kann. Ich glaube eher, dass es in Zukunft so eine Art Spielhalle geben wird, so wie es die heute gibt, oder so eine Art Internetcafé, wo man dann hingehen kann und sich eine Stunde oder 3 Level oder sowas kaufen kann und die dann in ziemlich geilem Format und sowas spielen kann, aber ich glaube nicht, dass es so in Zukunft in den Haushalten das Ganze geben wird. Das kann ich mir auch vorstellen, und ich denke auch, dass dieses gemütliche Spielen eher immer zu Hause bleiben wird, und wenn man eben ein bisschen was Krasseres will, dann fährt man halt zu so Hallen. Und ich denke auch, dass der Controller, sage ich jetzt mal, nie ganz abgelöst wird. Man hat dann vielleicht einen Controller, der aussieht wie eine Waffe oder so und kann dann eben vor dem Kinect rumhampeln, aber letztendlich, glaube ich, hat man immer noch irgendwie was in der Hand. Ja, das waren so größtenteils unsere Gedanken zu dem Thema. Uns würde auf jeden Fall brennend interessieren, was ihr von dem Ganzen haltet. Wie denkt ihr, sieht Gaming in der Zukunft aus? Werdet ihr euch so große Kuppeln kaufen, auch wenn sie schweineteuer sind? Würdet ihr lieber mit einem Controller spielen oder mit einer Art Motion Capturing, wenn es dann wirklich mal funktionieren sollte? Und was haltet ihr von KI in Strategiespielen? Super interessante Fragen. Diskutiert mit uns, antwortet auf andere Kommentare, wird uns auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich danke auf jeden Fall dir, Fantu, dass ich heute hier sein durfte, dass wir das Ganze endlich mal geschafft haben. Und ich bedanke mich hiermit, wie gesagt, schon mal. Bis zum nächsten Mal, euer Synex. Genau, so sieht's aus. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schaut aber auch auf jeden Fall mal bei Synex vorbei. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Der macht ziemlich gute Videos. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das war's auch von mir. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut.